Ja, hallo, Grüße aus Olsberg. Meine Pflegerin, die hat am Sonntagabend noch diese Schopfdenklinge unten an der Ruhr in Olsberg fotografiert. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es dieses Jahr noch so spät Schopfdenklinge bei uns gibt, weil dieses Jahr war total verrückt. Die haben überall Rasen gemäht und ich dachte, das wäre schon eine neue Olympia-Qualifikation. Und es hat mich nochmal gefreut, dass es so spät noch welche gibt. Dieses Jahr haben wir kaum welche gehabt, aber ein paar Mal konnten wir welche finden und ich hatte ja dann auch die Essvideos gemacht.